gesungen, hier wird gebrummt. Ruhe, Miss Ritzen. Das ist ein Teufel, dann ein Schwan, das muss ein Vogelhändler sein. So, dann, dich brauche ich jetzt. Das ist der Schlegowitz. Gut, dass ich daran denke. Wo habe ich denn? Ah, an meiner Brust, der süße Reine. Ja. Der muss rein verdunstet sein. Na, aber das macht nichts. Ich habe schließlich ja noch mein Reservoir. So, ich bin ein Mann des geraden Weges. Muss mich direkt an die Obrigkeit wenden. So, wir werden heute die Direttissima nehmen. Also, das ist erledigt. Das ist ein Betriebsgeber, oder? Aber
Zimmer, Frau. Wird die Zeit vergehen? Recycling. So, man kann nie wissen, der Teufel schlägt frei. Ruhe, habe ich gesagt, sonst fliegt sie dir hinaus. Siehst du es? Davor hat er eine Angst. Der Sängerknabe, der Pragmatisierte. Aber ich bitte mit mir um einen schlimmen Moment. Der kommt wieder zum Singen an, wann ich wissen werde. Eins? Zwei? Oh, zwei ist schon vorbei? Wo war der Reihe? Der wird mich doch nicht in den Stich lassen. Der letzte Rosara, eh? Morgen, als Dina Frosch meldet sich zum Rapport.
merkt er das, ja? Okay. Da komm, er sage, was gibt's? Meld er mir schnell. Nichts, würdiger Herr Direktor, nichts. Was? Nichts, Beistrich. Würdiger Herr Direktor, Beistrich. Nichts, außer auf der Seite. Nur der Gefangene von Nummer 12 bittet um einen Steckbeiler an. Um einen Brettsteiler. Was? Um einen Advokaten. Na ja, nein, ein Advokaten, das ist doch sein gutes Recht. Der verfluchte Champagner. Was ist denn? Verfluchter Schlegowitz, ne? Leute! Jawohl. Herr Frosch, es läutet. Das kommt davon, weil wir ein Jockey haben. Ich habe mich aber schon daran gewöhnt. Also geh jetzt, schau schon nach, wer da ist. Ja, ja, muss das sein, natürlich. Da soll ich vielleicht gehen, ne? Ja, lieber wär's mir schon. Da soll jetzt ich endlich. Schreien's mir nicht die ganze Zeit. Die ganze Zeit gesagt, Herr Direktor, mir ist es schlicht auch nicht sehr gut, ne? Die reißen mir noch so zusammen die ganze Zeit. Herr Rettisch, habe ich heute die wogierten Schuhe an, aber bitte geh, auf Ihre Verantwortung, Chavalierense, sag ich das, was ist denn jetzt passiert? Herr Rettisch, willige Gehorsams, haben nur eine staatliche Fensterscheibe dienstlich verbogen. Da sieht der Herr Frosch. Scherben, Herr Direktor. Mein Gott, da sieht der Herr Frosch noch. Zwei Damen, Herr Direktor. Es können aber auch nur eine sein. Wie schaut's denn aus? Warum? Wollen wir vielleicht über Herr Direktor? Vielleicht werde ich Kartoffeln nicht locken, bin ich nicht so schön. Pass auf, ich brauche nicht Erzieherde, ne, wie du ausschaust, wie die Damen ausschauen, verstehst du, die Damen unten. Wie die Damen ausschauen? Ja. Unten? Ja. Wenn der Richter bescheid ist, ist er ein Janschwendel, gell? Anständig bleiben, Herr Direktor! Herr Direktor, wenn die Gehorsams gesund schauen, so aus den Damen, auch unten. Also, frag schon, wie sie heißen und frag, was